Löse die Ungleichung x minus 2 geteilt durch x plus 2 größer gleich minus 2 plus die Quadratwurzel von minus x. Bevor wir diese Ungleichung lösen, erstellen wir Existenzbedingungen. Dieser Nenner x plus 2 darf nicht 0 sein, also darf x nicht minus 2 sein. Dieser Radikant minus x von dieser Quadratwurzel muss größer gleich 0 sein, woraus wir schließen, dass x kleiner gleich 0 sein muss. Wir fügen diese zwei Bedingungen zusammen, die sind beide erfüllt in dieser Menge. Von minus unendlich, natürlich ausgeschlossen, bis 0 eingeschlossen. Intervall, aus dem wir aber minus 2 entfernen müssen. Jetzt starten wir mit der Auflösung der Ungleichung. Wir setzen zuerst minus 2 links rüber. Dann machen wir diese zwei Brüche gleichnamig, um sie zu addieren. Und das führt dann zu dieser Ungleichung. Und hier erkennen wir eine dritte Existenzbedingung, die da nicht so offensichtlich war. Dieser Bruch ist größer gleich zu dieser Quadratwurzel und in der Menge R ist jede Quadratwurzel größer gleich 0. Demzufolge muss dieser Bruch größer gleich 0 sein. Um festzustellen, wo das der Fall ist, erstellen wir dazu eine Zeichentabelle. Die besonderen Werte sind im Zähler minus 2 Drittel, im Nenner minus 2, also so. 3x plus 2 wird 0 bei minus 2 Drittel. Also schreiben wir hier 0, rechts von der 0 das Vorzeichen der Vorzahl von x, also plus, und links von der 0 entgegengesetzt, also minus. X plus 2 wird 0 bei minus 2, also schreiben wir hier 0. Rechts von der 0 schreiben wir das Vorzeichen der Vorzahl von x, also plus, und links entgegengesetzt. Schlussfolgerungen für diesen Bruch sind: negativ auf negativ ist positiv, negativ auf 0 gibt's nicht. Negativ auf positiv ist negativ, 0 auf positiv ist 0 und positiv auf positiv ist positiv. Gefragt wird, wo ist dieser Bruch größer gleich 0? Das ist hier der Fall und hier der Fall. Also muss x sich streng links von minus 2 befinden oder rechts von minus 2 Drittel befinden, also so. Wir halten diese Bedingung und diese Ungleichung fest, ist gemacht. Jetzt machen wir weiter mit dieser Ungleichung. Wir erheben sie beidseitig im Quadrat, damit die Quadratwurzel verschwindet. Den Nenner habe ich hier sofort rübergesetzt, wo er multipliziert. Jetzt verteilen wir minus x und setzen alle Termen links vom Ungleichheitszeichen. Wir müssen jetzt nachschauen, wo dieses Quadrinom größer gleich 0 ist. Und um das herauszufinden, müssten wir dieses Quadrinom faktorisieren. Versuchen wir das mit Horner. Dazu sucht man eine Nullstelle von diesem Polynom und zuerst versucht man mit den ganzen Teilern vom unabhängigen Glied, das heißt mit plus minus 1, plus minus 2 und plus minus 4. Wenn wir x durch 1 ersetzen, dann ergibt dieses Polynom nicht 0. Aber wenn wir x durch minus 1 ersetzen, dann ergibt dieses Polynom 0. Und somit können wir das Horner-Gitter erstellen mit diesem besonderen Wert minus 1 in der ersten Zeile
schreiben wir die Vorzahlen der Potenzen von x im geordneten und vervollständigten Polynom. Es ist geordnet 3, 2, 1, 0 und es ist auch vollständig. Also tragen wir hier die Vorzahlen 1, 13, 16 und 4 ein. 1, 13, 16 und 4. Diese 1 rutscht da hinunter, so. Minus 1 mal 1 macht minus 1. Dieses Produkt schreiben wir dahin. Vertikal wird addiert. 13 minus 1 macht 12. Minus 1 mal 12 macht minus 12. 16 minus 12 macht 4. Minus 1 mal 4 macht minus 4. Und 4 minus 4 macht 0. Hier muss man 0 finden. Wenn man da nicht 0 findet, hat man entweder einen Fehler im Hornergitter gemacht oder aber dieser Wert minus 1 ist keine Nullstelle von diesem Polynom. Hier stimmt es aber und so sehen wir, dass dieses Polynom faktorisiert werden kann in x minus minus 1, also x plus 1, mal 1 mal x Quadrat plus 12 mal x plus 4, also so. Und diese Ungleichung halten wir jetzt hier oben fest. So haben wir wieder ein bisschen Platz. Und um diese Ungleichung zu lösen, erstellen wir eine Zeichentabelle. Der besondere Wert vom ersten Faktor ist minus 1. Und für den zweiten Faktor müssen wir die Gleichung zweiten Grades lösen. X² plus 12x plus 4 gleich 0. Das können wir zum Beispiel mit der diskriminanten Delta. Delta ist gleich zu b² minus 4 mal a mal c. So finden wir 128. Und somit wissen wir, dass dieses Trinom zweiten Grades zwei Nullstellen hat. Die finden wir durch x gleich minus b plus minus die Quadratwurzel von Delta geteilt durch 2 mal a. Die zwei Nullstellen sind also diese. Minus 6 plus minus 4 mal Wurzel 2. Und da wir die drei besonderen Werte haben, können wir jetzt die Zeichentabelle erstellen. X plus 1 wird 0 bei minus 1. Rechts von der 0 schreiben wir das Vorzeichen der Vorzahl von x, also plus, und links entgegengesetzt. Dieses Trinom wird 0 da und da. Außerhalb dieser zwei Nullen schreiben wir das Vorzeichen der Vorzahl von x², also plus, und dazwischen entgegengesetzt. Jetzt kommt die Zeile Schlussfolgerung dieser beiden. Produkt beider Faktoren. Minus mal plus ist minus. Minus mal 0 ist 0. Minus mal minus macht plus. 0 mal minus macht 0. Plus mal minus macht minus. Plus mal 0 macht 0. Und plus mal plus macht plus. Wir suchen, wo dieses Produkt größer gleich 0 ist. Das ist der Fall hier und da. Also muss x sich hier oder da befinden. Hier, das bedeutet, im geschlossenen Intervall von minus 6, minus 4 Wurzel 2 bis minus 1, vereinigt mit diesem Intervall von minus 6 plus 4 Wurzel 2 eingeschlossen bis plus unendlich, natürlich ausgeschlossen. Diese dritte Bedingung halten wir hier oben fest und überprüfen jetzt, welche Werte von x die drei Bedingungen erfüllen. Dazu zeichnen wir den Zahlenstrahl mit 0 und 1 eingetragen. Und jetzt schauen wir, mit welchen Werten wir zu tun haben. Die tragen wir ebenfalls alle ein.
Jetzt schauen wir, welche x-Werte die erste Bedingung nicht erfüllen. Die erste Bedingung sagt, dass x sich in diesem Intervall befinden muss, ohne die minus 2. Das bedeutet also, dass x nicht streng positiv sein darf und auch nicht minus 2. Also die streng positiven Zahlen zeichnen wir in rot und minus 2 ebenfalls. Die 1 wurde ebenfalls rot gefärbt. Diese roten Zahlen erfüllen die erste Bedingung nicht. Dann können sie auch nicht alle drei erfüllen. Die sind also ausgeschlossen und bleiben ausgeschlossen. Jetzt schauen wir die zweite Bedingung. Hier steht, x soll sich befinden von minus unendlich bis minus 2 ausgeschlossen und dann geht's weiter von minus 2 Drittel eingeschlossen bis plus unendlich. Was also bedeutet, dass die Zahlen, die sich streng zwischen minus 2 und minus 2 Drittel befinden, also diese Zahlen da, die erfüllen diese Bedingung nicht. Deshalb färben wir die in rot. Jetzt noch die dritte Bedingung. Hier steht, dass x sich befinden soll im geschlossenen Intervall von minus 6 minus 4 Wurzel 2 bis minus 1, vereinigt mit diesem Intervall von minus 6 plus 4 Wurzel 2 bis plus unendlich. Und daraus schließen wir, dass x nicht streng kleiner als diese Zahl sein darf und x darf sich auch nicht hier befinden, streng zwischen minus 2 Drittel und minus 6 plus 4 Wurzel 2. Also müssen wir diese Zahlen rot färben. Hier sind sie rot gefärbt und hier ebenfalls. Alle Zahlen, die auszuschließen sind, sind rot gefärbt, sind somit ausgeschlossen und alles, was nicht ausgeschlossen ist, gehört zur Lösungsmenge. Alle nicht ausgeschlossenen Zahlen färben wir grün. Das sind die Zahlen von minus 6 minus 4 Wurzel 2 eingeschlossen bis minus 2 aber ausgeschlossen. Und dann geht's weiter mit dem geschlossenen Intervall von minus 6 plus 4 Wurzel 2 bis 0, beidseitig geschlossen. Und somit lesen wir also die Lösungsmenge dieser Ungleichung als grüne Zahlen ab. Die Lösungsmenge, das ist die Vereinigung von diesen zwei grünen Intervallen.